Anschnallen, Leute. Scheißdreck. Bowman, wir sind in der Provinz Tabakal. Was haben Sie für uns? Tabakal war mal ein wichtiger Kaffeeproduzent. Aber vor ein paar Jahren hat Santa Blanca die Kaffeebauern gezwungen, Cocaleros zu werden. Und nur noch für das Kartell anzubauen. Wer ist unser Ziel? Ein Kartellboss namens Madre Coca. Die Cocaleros haben furchtbare Angst vor ihr. Sehen Sie sich das Video an, das ich geschickt habe, und Sie verstehen, warum. Sie führt Tabakal wie ihr eigenes Minikartell. Produktion von Coca-Blättern, Vertrieb mit Trucks und Zügen sowie genug Aufpasser, um die Cocaleros bei der Stange zu halten und die Konvois zu sichern. Alles gnadenlos effizient. Ich stehe mit einer kleinen Rebellengruppe in Kontakt. Sie wollen uns helfen, wenn wir unsere guten Absichten zeigen. Was schlagen Sie vor? Gewinnen Sie Ihr Vertrauen. Erstens, ein alter Cocalero namens Chavez hat versucht, die Bauern gegen das Kartell zu vereinen. Er soll in der landwirtschaftlichen Kooperative eine Rede vor den Cocaleros halten. Kontaktieren und schützen Sie ihn. Was noch? Zweitens bezieht das Kartell sein Coca in dieser Provinz von einer einzigen Farm. Überfallen Sie deren Leute, wenn Sie es abholen. Das ist ein Signal an die Cocaleros und stört Madre Cocas Produktion. Ruperta Faro, Madre Coca. Früher wurde in Tabakal Kaffee angebaut, aber die Kartelle haben den Wechsel auf Coca forciert. Viel profitabler. Um mit Kaffee das gleiche Geld zu machen wie mit Coca, müsste man sich in Cafés die Böhnchen kiloweise durch die Nase ziehen. Madre Coca wuchs als Raspachina auf, als Coca-Pflückerin. Auf illegalen Coca-Farmen gibt es kein Gesetz gegen Kinderarbeit. Es war eine einzige brutale Tortur. Sie hatte einen Sohn, dem es einmal besser gehen sollte. Pech gehabt. Pablo starb an einer Überdosis. Wie kommt eine Mutter damit klar, das Produkt anzubauen, das ihr Kind getötet hat? Den meisten öffnet es die Augen und sie ändern ihr Leben. Für Madre Coca war es genau das Gegenteil. Sie ließ ihre Wut an den Leuten in Tabakal aus, zwang ihnen die Entbehrungen auf, die sie selbst erlebt hatte. Und wie jeder Tyrann expandierte sie ihr Reich. Das brachte die Leute gegen sie auf. Kein Problem. Mit El Jajos Rückhalt wurde sie eine mächtige Frau im Kartell. Und die Menschen lernten ihre Lektion. Leg dich nicht mit Mama an. Hier laufen Gegner rum. Hubschrauber im Anflug. Okay, alles ist gut. Heli, in den Staub. Das war knapp. Wir sind zu weit auseinander. Bin gleich da. Alles gut, alles sauber. Alles gut, fahr los. Zurückbleiben. Verstanden.
Los. Roger. Déjenos en paz, carajo. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Hey, wir haben einen Narko. Die Kippe, wo sonst? Scharfschütze. Okay, wir sind markiert. In Bereitschaft. Okay, Ziel markiert. Tango ist bestätigt. Bereits im Angriff. Er ist tot. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Scheiße, der weiß jetzt Bescheid. Locker bleiben. Alles ist gut. Hier ist ein Sicari. Sag okay, mir wo. Ist neben dem Container, siehst du? Yo, hier ist eine Waffenkiste. Tango ist markiert. Bin bereit. Hab das Tango bestätigt. Bereit zum Angriff. Runter, die werden dich sehen. Ich hab jetzt hier mit Maschinenpistole. Todo tranquilo. Estás pinche muerto. Por la labor, compas. Estás pinche muerto. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Nosotros llevamos días sin comer, abre esa puerta y Dios se lo pagará.
liberar. Me van a soltar. Hasta aquí llegué. Okay, Tank wurde markiert. In Bereitschaft. Ich sehe das Tango Ziel. Ist bestätigt. Bereit zum Angriff. Date quieto. Pinche cabrón. Mach dein Maul auf, Arschloch. Was, für diesen Scheit werde ich nicht bezahlt, cabrón. Ich rede. Ich weiß, wo ein Kartellorden ist, den sie irgendeinem harten Hund verleihen wollen. Mit dem Nachschub können wir uns wohlwollend von den Rebellen verdienen. Haley, runter, runter! Sieht gut aus. Kommt. Die Einheit löst sich auf. Reinschließen. Los geht's. Position halten. Verstanden. Setze Drohne ein. Ich sehe einen Scheißdreck. Meine Drohne wird gestört. Ich sehe einen Scharfschützen. Scharfschütze. Ich sehe einen Kartellleutnant.
Da, im Hauptquartier. Hey, wir haben einen Narko. Beim Geschütz. Ich sehe eine montierte Waffe. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Noch ein Dritter. Ich sehe einen Narko. Wo hast du sie? Auf dem Schießstand. Das war scheiße knapp. Ich sehe hier zwei Narkos. Bei dem Container. Hier sind Details zu einem Kartellversorgungsheli, beladen und startklar. Klingt wie etwas, das den Rebellen gerade recht käme. Hier ist ein Sicario. Ich sehe niemanden. Neben der Sandsackstellung. Lo sabes tú. Am Ende, Kumpa, sind nur das Blut. Es ist nur das Blut. Diese Leute sind nicht einmal Mexikaners. Molo, hermanito. Du verstehst nicht, worum es geht. Du bist zu sentimental. Wir führen ein Geschäft. Eine multinationale, vertikal integrierte Organisation mit Milliarden Umsätzen. Damit ein Geschäft dieser Größe blüht, brauchst du die besten Leute. El Giorgio und Madre Coca sind die besten Coca-Züchter. Aber Buchones? Sie zu Bossen machen? El Sven, das ist krank. Wir können ihnen nicht trauen. Oh, doch, wir können. Ah, und wie? Sie unterschreiben den sichersten, bindendsten Arbeitsvertrag aller Zeiten. Was? Wovon redest du? Was für ein Vertrag? Plata o plomo. Nimm das Geld oder nimm die Kugel. Ah, ich weiß nicht. Das gefällt mir nicht, Esvenio. Tranquilo, hermano. Du musst deine Perspektive erweitern.
ist alles nur Geschäft. Warte, die sehen dich. Das ist einer mit Maschinenpistolen. Alles okay, alles okay. Wagen mit montierter Waffe. Alles gut, alles gut. Vorsicht, Sicario mit einer Maschinenpistole. Dicht am Container. Hey, wir haben einen Narko. Neben dem Container, siehst du? Die Ziele bereit zum Angriff. Ich brauche eine bessere Position. Moment, so Ziele markiert. Warte auf den Befehl. Roger. Hab die Ziele markiert. Bereit zum Angriff. Roger, Ziel erfasst. Alles okay, alles okay.